Ja, ohne die Gesellschaft keine Wirtschaft, das ist richtig, genau. Ja, und das eine geht nicht ohne das andere, oder? Es geht zusammen, würde ich sagen, sicher besser, ja. Hand in Hand arbeiten, auch in Rücksicht mit dem Klima, mit der Umwelt, Wirtschaft und gleichzeitig, wie soll ich sagen, klimaressourcenneutral können arbeiten. Es ist wichtig, dass die Wirtschaft sich der Verantwortung meiner Meinung nach der Gesellschaft gegenüber bewusst wird, weil wenn die Wirtschaft gut mit der Gesellschaft umgeht, dann geht es beiden Seiten gut. Ja? Und automatisch tut ja die Gesellschaft dann wieder wirtschaften. Ja, also ist eigentlich schon wichtig, dass die Wirtschaft entsprechend Acht auf die Gesellschaft gibt. Eins geht nicht ohne das andere und unsere Wirtschaft ist ein elementarer Pfeiler von unserer Gesellschaft. Ja, richtig. Aber im Moment muss die Wirtschaft schauen, dass sie sozial bleibt, dass wir alle mitnehmen. Also wichtig ist sicher, dass die Wirtschaft und halt die ganzen Leute, die dahinter stecken oder die führenden Köpfe, auch die Gesellschaft immer mit einbeziehen und auch, ich sag mal, die Schwächsten sozusagen im Blick behalten und nicht aus den Augen verlieren, dass auch die mitkommen und etwas davon haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir ein gesegnetes Land sind. Und ein Grund dafür ist auch, dass es Freiheit gibt. Und wie wir ein Land sind, was etwa viel möglich ist, um Ideen zu haben, die Ideen zu verwirklichen. Weil es ein Land ist, was nicht so schwierig ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und etwas auch gut ist, dass wir so viele kleine Unternehmen haben. Absolut. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das eine befördert auch das andere. Also ich bin immer für eine starke Wirtschaft, damit wir auch eine starke Gesellschaft bilden können. Grundlage für unseren Wohlstand. Die Grundlage von dem, was wir leben, bringt uns den Wohlstand, bringt uns Arbeit und ist auch generell wichtig für uns. Notwendig, manchmal ein bisschen kritisch zu betrachten. Ja, und wichtig. Der Antriebsmotor für die Gesellschaft, das bringt uns das Geld, mit dem wir dann leben können und unsere Familie aufbauen können und uns die Zukunft sichern. Etwas, was wichtig ist, damit Ideen können verwirklicht werden können, die zum Besten sind von der ganzen Gesellschaft. Sei es gewisse Produkte oder sei es gewisse Dienstleistungen, die das Leben von uns alle besser machen. Leben, Existenz, Zuversicht, Teamgeist. Wichtiger Punkt für eine Nation, für eine Region, europaweit zum Beispiel oder auch kleinregional. Ein wichtiger Faktor, dass sich die Menschen wohlfühlen und wie sie auch ihr Leben bewerten, meiner Meinung nach.